Also da stand mal ein Baum. Da. Der nennt sich oder heißt Blauglockenbaum. Den haben wir im letzten September, meine ich, abgesägt. Wie man sieht. Ja. Der ist jetzt wieder ausgetrieben. Hier, der hat monsterartig große Blätter. Und soll irgendwie blau blühen. Jetzt ist er schon wieder übermannshoch hier ausgetrieben. Diese Dinger sind ziemlich dick, die Triebe. Das ist ein ganz interessantes Teil. Als er hier noch stand als Baum, 7-8 Meter hoch, hat er hier unten gar nichts gemacht, gar keine Äste gemacht, gar keine Austriebe, gar nichts. Ich habe ihn abgesägt, Holz in Stücke geschnitten und beiseite gepackt. Wohlgemerkt, letzten September. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Geh mal gucken. Hier irgendwo. Da. Also da ist der Ursprungsbaum, da drüben. Jetzt hat er hier einen Ableger gemacht, aus seinem Wurzelwerk wohl raus. Ne? Dieses hier. Sind ganz schön groß, die Blätter. Ja. Der braucht sehr warmes Klima, um zu blühen. Und er hat nie geblüht und macht immer nur riesen Lappen und Laub und so was und Schatten. Deswegen haben wir ihn umgelegt. So, jetzt kommt aber der Gag. Das alte Holz, wohlgemerkt, liegt seit knapp einem Jahr da bald. Treibt auch aus. Da. Da. Alles. Selbst das kleinste Ding da unten treibt aus. Ja, und das liegt jetzt hier unter diesem riesen Ahorn. Kriegt kaum Wasser, neulich 35 Grad. Und lebt immer noch. Das ist schon erstaunlich. So, ich werde jetzt Folgendes machen irgendwann. Das zeige ich dann noch. Ich werde so einen Stamm nehmen und werde den da hinten irgendwo einbuddeln. Und dann werden wir mal sehen, ob man aus einem Baum auch einen Steckling machen kann. Das interessiert mich jetzt. Also diese Überlebenskraft, diese Naturkraft, die interessiert mich. Ich will sehen, ob das wirklich funktionieren kann. Bin ich mal gespannt drauf.